Guten Morgen zusammen, wir sind hier in Plato bei einer Tollstation von der Bellalp-Bahn. Und wir haben hier Tararo Mittagsberliner von der Bäckerei Zennhäusern. Und jetzt gehen wir die Ihnen vorbeibringen, die Angestellten von der Bellalp-Bahn, und wollen Ihren Montag zu einem Freitag machen. Also kommt mit! Guten Morgen. Guten Morgen! Wir haben hier Frau Tararo Mittagsberliner. Super! Wir wollen auch am Montag zu einem Freitag machen. Das machen wir auch nicht. Nein, wir sind hier in Plato nicht mit dem Velo am Beruf gekommen. Aber wir haben hier Tararo Mittagsberliner vorbeigebracht. Und zu der, die ich die vorbeigebracht habe, das ist Salome Jussen, hier am Schalter bei der Bellalp-Bahn. Ja, Salome, fährst du selber gerne Velo? Ja, ich selber brauche das Velo nicht so viel. Ich habe zwar eins. Aber wenn ich wohne zu äusserst im Dorf, wenn ich mal ins Dorf muss, brauche ich es sonst nicht so. Hast du einen Tipp für eine Schule, die jetzt im Studio auf dem Velo ist und vielleicht nicht mehr treten mag? Ja, einfach nicht schnell, immer langsam, dann macht man länger. Meinst du, könnte das helfen, wenn er jetzt einen Berliner hängt und da könnte ich drin beißen? Ich weiß nicht, ob es unter der Anstrengung ganz richtig ist, aber ich denke, also einen Berliner kann man immer essen. Weisst du auch viele, die das RRO Berliner von der Bäckerei Zennhäusern und das Skigebiet gemeinsam haben? Ja, es sind beide sehr, sehr... Der Berliner ist sehr geschmackhaft und da ist das Skigebiet, das ist auch sehr geschmackhaft. Ja, es geht hier um Puderzuckerschnee. Da fahre ich jetzt nicht kommen. Jetzt vielleicht nur eine kurze Frage. Ist jetzt auch ein Montag, fühlst du jetzt dir wie ein Freitag an? Jawohl, das ist ja so. Mit diesen ganzen Berlinern und ich glaube, wo ich angestellt habe, die wissen alle noch nicht von diesem Blick. Die werden sich sicher euch darüber freuen. Essest du persönlich selbst viel Berliner? Ich esse fast nur Berliner. Und alles andere sind mit Süßigkeiten, kannst du mich nicht locken, aber mit Berliner kannst du mich immer locken. Wie dürft ihr hier die Pause verbringen? Dürft ihr eher salzig oder eher süß? Das Gipfeli. Das Gipfeli im Kaffee. Also ganz traditionell? Genau, richtig, ja. Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, hier die Bellalp-Bahn anzumelden für das Projekt? Ja, wir haben das im RRO gesehen und ein Arbeitskollege von mir, die jetzt in Ferien, hat dann gedacht, sie könnte sich hier anmelden. Und ich habe das eine super Sache gefunden. Und jetzt, wenn du die Berliner hier neben dir siehst, müsstest du schon wieder haben, und nicht einen zu lassen, direkt reinzubeissen, ja, oder? Das stimmt, ja. Wir sehen gut aus.